DC Monolith oder Monolith. Und ja, herzlich willkommen Leute zu einem kleinen Let's Test und zwar von Gotham City Impostors, wenn das so richtig heißt. Und ja, ihr seht schon, es ist schon ein bisschen crazy stuff hier. War jetzt letzten Monat, letzte Hälfte des Monats im Xbox Store kostenlos hier Games with Gold und ja. Ihr seht schon, man hat so komische Gadgets auf jeden Fall. Und ja, ich wollte euch das Spiel etwas näher zeigen. Dann fangen wir mal da an. Gotham City Impostors, Helden wie du und ich. So Leute, dann zeige ich euch mal fix mal hier mal einen kleinen Quickie über das Spiel hier. Führe euch kurz ein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Perfekt. Und zwar, genau. Geheime Identität ist eure Klassen, die ihr einstellen könnt, sozusagen wie bei Call of Duty oder ne? Ihr eure Klassen halt, welche Waffe ihr nehmen wollt, mit welchen ja, Gadgets ihr da auch spielen wollt. Ausstattung ändern, genau. Je nach Level habt ihr ein paar frei. Und zwar Erstwaffe, genau, ihr habt halt Gewehre, ganz normal. Dann könnt ihr hier freischalten zwischen Jäger, aber ganz ehrlich, der Scheiße, der Jäger. Maschinenpistolen habt ihr, ein paar schwere Waffen auch. Der Schredder ist auf jeden Fall mit der Schockfroster, den kann ich überhaupt nicht empfehlen. Übelst die Scheißwaffe. Scharfschützengewehre, der Marshall, Freibeuter und Bärenjäger. Okay. Schrotgewehre und, das kennt man ja alles. Waffenmodifikationen, sowas wie Rotpunkt, Reflex, Schalldämpfer, Mündungsbremsen, die ihre jeweiligen Vor- oder Nachteile mit sich tragen. Lackierung natürlich auch am Start, aber soweit habe ich das Spiel noch nicht gespielt anscheinend. So, Zweitwaffen ist genau das gleiche. Da ändert sich gar nichts. Zusatzgeräte, das ist, müsst ihr euch denn vorstellen, eure primär
So, perfekt. So, ich würde auch sagen, ich nehme mein krasses MG mit meinem Wurfstern. Da, genau, dann könnt ihr hier rausspringen. Und dann seht ihr, ich habe hier meinen Superhelden-Cape. Und kann hier übelst mit fliegen. Und dann kann ich auch einen Sturzeingriff von unten machen. Und jetzt hat er mich trotzdem gekillt, die Sau. Oh Mann. Ich muss mal hier meine Lautstärke. Weil ich höre hier ja auch gar nichts. Da hinten sind welche. Da oben. Alter. Hat er gesnipert, Sau. Oh yeah. Oh yeah, was ist denn hier für ein Versteck? Genau, es ist noch so eine Preiskiste, so eine kleine Belohnung. Jetzt habe ich irgendwas Tolles wieder gemacht. So, jetzt springe ich hier gleich mal wieder. Und der hat mich wieder... Ja. Wenn ich schon so gut erklärt habe, muss ich wenigstens so schlecht spielen. Ey, nee, warum bin ich auf einmal so... Ich war verhältnismäßig gut in dem Spiel. Der hat gar nicht gerafft, dass ich da bin. Muss ja auch mal sein. Und da kann man sich heilen an diesen grünen Ständen und Munition auffüllen und seine Fähigkeiten wieder auffüllen. Also das Ding heilt einfach alles. Das ist ziemlich cool. Und ich muss sagen, irgendwie... Ja, die Grafik, um mal was zu der Grafik zu sagen, das erinnert mich leicht an an der Engine von Half-Life. An der Source Engine. Finde ich so ein bisschen. So. Was jetzt nichts Schlimmes ist, ne? Ich hab verkackt. Ich wollte Wurfsterne werfen gerade, aber irgendwie... Dann brauchen wir auch immer zu lange, um aus dem Sprint zu visieren. Und dann halt, er hört erst auf zu sprinten und dann fängt er erst an zu visieren. Und irgendwie klappt diese Kombi manchmal nicht so. Ich nehme eine andere Waffe mal. Ausstattung. Ja. Ey, langsam kriege ich hier schon wieder Hass. Ich bin hier schon wieder übelst schlecht und mache hier keinen Kill. Den schnappe ich mir jetzt. Ja, na klar! Ich messe die und ich mache keinen Schaden. Seht ihr, was ich meine? So, es spielt sich immer so ein bisschen buggy auf jeden Fall noch. Und wieso treffe ich ihn nicht? Habt ihr das gesehen? Ich habe da auch voll raufgehalten. Also ich denke auch immer nur, dass nur gefühlt die der zweite Schuss irgendwie trifft. Jetzt habe ich verkackt. Aber ich habe noch meinen Raketenwerfer gehabt. Und ich glaube, ich werde wieder... meine MG nehmen, weil ich irgendwie damit insgesamt doch mehr Kills mache. Oh ja. Yeah. Der hat gesessen. Was klauen die mir hier die Kills? Oh Mann. Oh Mann. Oh ja, oh ja, oh ja. Komm her, Leute. Ha. Ich müsste mich heilen, ich müsste mich heilen. Brauchst du ein Ding zum Heilen?
Oh ja. Oh. Jawohl. Was? Ich lag da in so einem Postkasten drinnen. Nee, ich sehe hier keine. Ey, es kann doch nicht sein. Bam, Junge! Ich hab ihn noch gegeben. Ich hab ihm gegeben. Das ist doch nicht mehr feierlich. Aber ich glaube, wir gewinnen. Ja, wir sind ja im Bats-Team. In Jokers-Team, meine ich. Ja, und ich bin schon 7 Kilometer geflogen in dem Spiel. Oh ja, den mache ich diesmal. Den mache ich. Und ich hau ab. Ich will zu dem Geschenk. Ich will das Geschenk. Oh yeah. Oh ja, ich glaube, ich habe sogar den letzten Kill gemacht. Oh ja. Oh yeah. Naja, ich war leider nicht dabei. Ich war auch ziemlich schlecht, muss ich sagen. Es ging, ich musste mich auch einspielen. Ich stehe auf hier jetzt morgens und dann erkläre ich das und versuche gut zu sein. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was verstehen können von dem Spiel. Auf jeden Fall abgedrehter Crazy Shooter Shit. Und ja, ich würde sagen, wenn es Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich werde mir schon wieder was aussuchen, was man so testen könnte. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis dahin und ja, freut euch auf das kommende Video. Bis dahin, tschüss.